ein aufsehenerregender Ganovenkuh mitten in Berlin-Steglitz. Gestern hatten Anwohner hier einen Brand gemeldet. Ermittler stießen daraufhin auf einen 45-Meter-Tunnel, der von einer Tiefgarage in den Tresorraum einer Bank führte. Heute scheint dieser Roboter der wichtigste Ermittler zu sein. Für uns gab es die große Schwierigkeit, in diesen Tunnel reinzugehen. Wir wussten ja nicht, wie der Zustand dieses Tunnels ist. Insbesondere nachdem dort vermutlich von den Tätern Feuer gelegt war, mussten wir auch befürchten, dass im Tunnel vielleicht etwas vorgesehen war, was dieses Bauwerk zum Einsturz bringt. Deswegen haben wir heute eine Unterstützung von den Wasserwerken bekommen, die mit einem Roboter in diesen Tunnel hineingefahren sind, um mit einer Kamera uns mal zu zeigen, wie sieht es denn da drin aus. Erst wenn wir sagen können, da ist alles sicher, können wir auch die Kriminaltechniker in diesen Tunnel schicken, um die Spurensuchen durchzuführen. Die Volksbank liegt an einer lauten Hauptstraße. Vermutlich sind die Ausschachtungsgeräusche deshalb niemandem aufgefallen. Und auch den Einstieg für den Tunnel haben die Täter geschickt gewählt. Wir wissen ja, dass dieser Garagenteil von den Tatverdächtigen vor knapp einem Jahr angemietet wurde. Das ist so eine Art Box, was mit einem Rolltor verschließbar ist, sodass die Täter da unbemerkt eben diesen Gang bauen konnten. Das ist alles sehr, sehr aufwendig. Hier mussten ja auch Stahlbetonwände durchbrochen werden, sodass wir davon ausgehen, dass hier Wochen, wenn nicht gar Monate von den Tätern gearbeitet wurde. Es sieht nach einem Coup von Profiverbrechern aus. Doch auch die machen offenbar Fehler. Trotz des Feuers ließen sich laut Polizei DNA-Spuren und Fingerabdrücke finden. Vielleicht lief das letzte Kapitel des aufwendigen Bankraubes nicht ganz so, wie es sich die Täter vorgestellt hatten. Im Tresorraum, und das verwundert jetzt ein bisschen, ist allerdings nur ein Drittel der Wertfächer aufgebrochen worden, wie wir jetzt festgestellt haben. Also für uns stellt sich die Frage, wurden die Täter vielleicht gestört oder ist dort irgendetwas Unvorhergesehenes passiert? Was die Gangster genau erbeuteten und wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.